Moin und willkommen zurück zu Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir begeben uns jetzt tatsächlich mal nach Weideburg, nachdem wir hier ein paar Folgen vorher so ein bisschen rumgedümpelt sind. Machen wir jetzt mal den Weg hier komplett und bewegen uns in die Stadt auch hinein und nicht nur davor. Und ich weiß gar nicht, ob jetzt hier Basti oder so kommt. Ich habe irgendwie sowas in Erinnerung. Weil ich finde Weideburg ist für uns super, denn ich habe jetzt mal ein bisschen bei anderen YouTubern geschaut, denn manche haben sich die Regel gemacht, dass sie im Großmoor, ich wollte gerade Großmaul sagen, Großmoor, jedes Pokémon, in jedem Areal ein Pokémon gefangen haben. Also nicht nur einmal im Großmaul da reingegangen sind, sondern halt wirklich pro Areal, ich glaube das sind 6 Areale, eins gefangen haben. Das wäre natürlich für uns perfekt, sogar sehr gut, also wäre quasi mit das Beste, was uns passieren könnte. Und ich glaube, da stand Basti doch mal hinter. Also irgendwo hier habe ich gedacht, ist Basti. Aber gut, scheint da nicht zu sein. Gehen wir erstmal ins Pokémon Center und danach gehen wir dann auch direkt ins Großmoor. Weil, hallo, wir könnten 6 Pokémon fangen, ne? Versteht sich ja, glaube ich, davon ganz alleine. Also insofern könnte das für uns echt hilfreich sein. Ich hoffe, ich finde da dann auch mal ein Pokémon, was uns auch wirklich behilflich sein kann. Auch vom Typ her und von den Werten her. Ich nehme mich jetzt einfach mal rein aus Prinzip hier mit rein. Und dann müssen wir mal gucken, was wir da so finden. Ich glaube, da kriegst du aber selber Bälle, oder? Da hat nichts mit uns zu tun. Also nichts mit unseren Bällen zu tun. Deshalb gehe ich da einfach mal rein. Oder jetzt kommt wahrscheinlich doch noch irgendeiner von uns. Howdy. Dem Ort des Safari-Spiels. Hallo. Zahle $500 und behalte alles, was du fängst. Dankeschön. Dankeschön. So. Okay, funktioniert tatsächlich so. Also, es gibt unterschiedliche Areale. Das ist Areal 6. Dann ist das da wahrscheinlich Areal 1. Ne, ist Areal 5. Gut, Areal 1 ist oben. Wollen wir denn dann bei Areal 1 anfangen oder bei Areal 6? Oh cool, da gibt uns noch was. Früher hast du hier in Diamant und Perl hast du hier, hier, wie heißt es? Wie heißt das Scheiß da nochmal auflockern bekommen? Das haben wir ja so jetzt, glaube ich, schon. Areal 1. Aber die Musik geht ja voll ab. Tut mir leid übrigens, wenn ihr im Hintergrund meine Heizung hört, aber die brauche ich. Ich bin auch gerade erst aufgestanden. Es ist ultra warm, ultra kalt. Das ist echt schlimm. So, Areal 1. Was finden wir hier? Oh, geil. Wir bleiben erstmal drin stecken. Areal 1. Ich weiß nicht, ob die hier auch gerandomized sind. Sollten sie ja. Ja. What? Was ist los? Oh Gott, warum habe ich direkt geworfen? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte echt kämpfen. Ich war schon voll irritiert jetzt. Ja gut, das ist das nichts mehr. Wahrscheinlich fließt jetzt. Ne, er beobachtet noch alles. Matsch war, um das zu provozieren und Köder, um das da zu behalten, ne? Aber bei Matsch lässt es sich schneller fangen und bei Köder schwieriger. Soll ich einfach mal Matsch werfen? Ich glaube, dass wir das fangen, ist jetzt ziemlich unmöglich. Vor allen Dingen, ich meine, in einem Kampf vielleicht, ja, aber jetzt hier so? Ich bewirf's einfach mal mit Matsch. Weil danach wird's, es provoziert das zwar ein bisschen, aber es wird dann nicht leichter, es zu fangen. Soll ich nochmal werfen? Alter, Rayquaza, willst du mich verarschen? Ja, das ist jetzt hier, ja, was machen wir jetzt? Ich bin ja fast nochmal für nochmal Matsch werfen. Weil das Vieh ist ja ziemlich böse. Bitte nicht weglaufen, bitte nicht fliehen, bitte nicht fliehen. Aber oben noch beobachtet er alles. Ich glaube, ich werfe jetzt noch 100.000 Mal Matsch auf dich. Weil sonst werde ich dich nie im Leben fangen können. Solange du aber nicht fliehst, ist das ja gut für mich. Aber der scheint nicht zu fliehen. Ey, komm, einen aller guten Dinge sind 3. Aber der scheint nicht zu fliehen. Der Dude.
Ich weiß auch nicht, inwiefern das die Dingens beeinträchtigt. Die Fangchance, weil scheinbar ja doch nicht so. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Matsch das. Ich kann mal ganz kurz nachgucken. Der scheint sich ja eh nicht von der Stelle zu bewegen. Tut mir leid, jetzt mit in der Folge, aber das ist mir jetzt wichtig. Weil ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass ich hier direkt dem Dingens begegne. Steht hier nicht. Das steht hier tatsächlich nicht. Na gut, dann muss ich hier wohl einfach mal weiter mit Blatsch werfen. Weil ich glaube, Köder bringt nichts. Und der scheint ja nicht zu fliehen. Ich weiß nicht, warum der nicht fliegt. Vielleicht. Ich weiß, also, solange der nicht fliegt, kann ich ja werfen, wie ich will. Und ich bin mir ziemlich sicher, Matsch ist da das Beste. Ich werfe einfach weiter Matsch jetzt auf dich. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ey, was ich werde dich nie im Leben fangen, Mädel. Junge, was auch immer du bist. Ich müsste wie sehr Matsch war, wenn ich es jetzt genau falsch gemacht habe, schlage ich mich. Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass der Dude natürlich eine fucking Fangchance von 3 hat oder so, eine Fangrate. Also, ich werfe jetzt einfach noch 6. Ich glaube, das ist auch einfach nicht möglich, den hier im Dinge zu fangen. Ich werfe jetzt einfach noch, bis ich 20 Bälle habe. Weil, also, nicht wirklich possible. Das ist vielleicht durch Glück, dass du irgendwann mal aus Gründen, aber das wird, ne. Boah, hätte ich dich irgendwo auf einer Route getroffen, ne? Wäre es wahrscheinlich so wie mit Hirachi gewesen, aber Hirachi oder wie auch immer man das wie ausspricht, aber so wird das, glaube ich, überhaupt nichts. Schade eigentlich. Wäre ziemlich cool geworden. So ein Rayquaza kann man schon mal gebrauchen. Das habe ich aus den rausgetappt, ey. So. So ein Rayquaza kann man dann doch sehr, sehr gut gebrauchen sogar. Ja, das ist eins noch. Komm. The last one. Weil sonst, also das bringt ja nichts. Nee. So gern ich dich auch gehabt hätte, aber du, das bringt überhaupt nichts, was wir hier machen. Und ich möchte in der Folge dann doch noch was anderes fangen. Und alle 30 Bälle jetzt verschwenden ist auch. Ich meine, ich könnte hier rein theoretisch später nochmal reingehen. So, ich muss jetzt erstmal nach Areal 2. Bist du dann hier, ne? Ja, was finden wir hier? Er findet schon wieder ein legendäres. Was? Was ist hier los? Was ist das für eine Folge? Ich glaube, du hast auch schon wieder so eine riesige. Ist es überhaupt möglich, dich zu fangen? Aber ich glaube, du hast gar nicht so eine hohe Fangrate. Aber der hat einen geilen Vieh. Es ist auch schon wieder so ein Vieh, was du nicht fangen kannst. Oh mein Gott. Warum? Wieso? Was ist los?
Ja. Ach, wollte ich. Ich glaube, das ist schon wieder so eine Sache wie mit Rayquaza. Ich guck mal ganz kurz, was er für eine Fangrate hat. Rayquaza hat ziemlich sicher eine von 3. Bei ihm bin ich mir gar nicht so sicher, weil er ist ja nur so unwichtig legendär. Ah, auch eine von 3. Ja, geil. 0,4%. Ich werfe jetzt nochmal bis bei 15. Also, ich habe halt immer noch die Hoffnung, dass ich hier ein geiles, normales Pokémon finde, was ich wirklich fangen kann. Oh, er ist einmal drin geblieben. Also, es ist wirklich genau das gleiche wie gerade mit Rayquaza. Also, könnte ich jetzt natürlich sagen, werf doch all deine Bälle da drauf. Ist doch scheißegal, kannst du später nochmal hier reingehen. Vor allem, weil er ist immer, einmal bleibt da drin, ey. Was ist das denn? Dann werfe ich nochmal Matsch. Weil ich glaube, die können irgendwie nicht fliehen hier. Wenn die nicht darauf vorgesehen sind, hier aufzutauchen, dann fliehen die auch nicht. Ich weiß noch nicht, ob dann Matsch überhaupt Auswirkungen auf die hat. Also das wird auch nichts. Nee, das wird nichts. Ich hätte mal gerne kein legendäres, also beziehungsweise ich hätte gerne ein legendäres in der normalen Route. Ja, das bringt mir leider nichts. Was hätte ich denn sonst noch bekommen können? Ein Kurtel. Ja, Mai. Ein Kurtel, du. Ja, da will ich aber leider nicht hin. So. Areal 3. Wow, Areal 1 und 2 waren schon leicht überraschend. Hätte ich zumindest so erstmal nicht mit gerechnet. So. Real 3. Enttäusche mich bitte nicht. Aber es scheint kein legendäres zu sein. Wow. Ein Hubbelupf. Aber die können, glaube ich, hier gar nicht fliehen. Ich werfe jetzt einfach mal einen Ball drauf. Jetzt habe ich mir halt Sorgen, dass ich nicht genug Bälle für eins habe, was ich wirklich dann finde und auch haben will. Ich meine, Hubbelupf können wir jetzt gerne mit. Ach so, dann halt nicht. Nee, Hubbelupf. Jetzt habe ich halt schon so viele Bälle an Rayquaza und dann. Ach komm! Jetzt kommt irgendein mega geiles. Es wäre schon wieder so perfekt gewesen. Schwalbos, mein absolutes Lieblings-Pokémon. Was kriege ich? Hubbelupf, Alter. Ach komm. Weiter, das Mobbing geht weiter hier. Schon mal wieder ein Schwalbini. Oh, ein Schwalbini, ein Schwalbos. Es wäre ja der Wahnsinn gewesen. Aber irgendwie bleibt mir in jedem Pokémon-Display auch in Saphir Nuzlocke. Ist mir ja schon mein Schwalbini verwehrt geblieben. Oh, den nehme ich gleich mit. Ein Pokéball. Ja, geiler Scheiß. Das bringt uns richtig viel hier. So. Ein Tangela. Ein Tangela. Ich glaube, Tangelos ist doch eigentlich gar nicht mal so bad. Oder Tang. Wie heißen die nochmal? Bewerf dich mal mit Matsch, weil ich glaube, ihr könnt hier alle gar nicht fliehen. Oh. Ja, gut, so viel zu dem Thema. Ja, geil, boah, 4 Areale. Ich habe nur noch 2. Scheiße. Ja, Tangelos wäre halt richtig geil eigentlich sogar gewesen. Wäre halt aber auch wieder nur Pflanze gewesen. Da haben wir schon. Ups, schon wieder rausgetappt. Ja, bin ich gespannt. Vielleicht ein wirklich gutes wird sich hier ja tatsächlich lohnen. Alter, was zum Teufel ist das? Wieso finde ich denn Rayquaza und ein Regieis, ist mir scheißegal. Gestein habe ich schon. Gestein habe ich halt schon. Ich werfe trotzdem mal Matsch auf dich. Jetzt hängt halt all meine Hoffnung an Areal 6. Und noch nicht als das kriege ich hin. Ach Mann. Ja, jetzt zeigt mir wieder, was für ein geiles Pokémon Neko. So, Areal 6, ne? Ist meine letzte Hoffnung mit nur 10 Bällen. Fuck. Fuck.
Wenn ich hier gerade... Bin ich hier noch im Gras? Nee, ne? Dieses ständige Festhängen. Okay, okay. Bitte, 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 bitte. Du könntest... Also du bist zumindest Flug. Oder? Du könntest... Du bist eigentlich gar nicht mal... So... Du bist eigentlich voll geil. Also dich würde ich ganz gerne haben. Auch auf dem Level. Ja, jetzt will ich dich tatsächlich haben. Ja, was mache ich denn jetzt? Soll ich direkt einen Ball werfen? Ich glaube, du kannst halt wirklich fliehen. Ich werfe mal trotzdem mal Matsch. Ich weiß, das macht dich wütend. Nicht fliehen, nicht fliehen. Gut. Ich bin schon wieder rausgetappt. Ich hätte dich wirklich sehr, sehr gerne. Ich muss nochmal Matsch werfen. Okay, du bist immer noch einmal drin geblieben. Ich werf nochmal Matsch. Nein, ich wollte gar nicht nochmal Matsch werfen. Ich werfe jetzt einfach nochmal Matsch auf dich. Du scheinst ja wirklich nicht fliehen zu wollen. Aber ich will dich wirklich gerne fangen. Ah! Nein, ich wollte keinen Köder. Was hast du denn bitte schön für eine scheiß Fangrate? Eine von 90, die ist auch nicht gut. Ich hätte dich wirklich gerne, ich hätte auch schon einen guten Namen für dich. Nein! Golbert! Ich glaube, der Matsch bringt inzwischen gar nichts mehr. Wir können nur werfen. Fucken. Nicht gut, nicht gut. Auch das wollte ich eigentlich schon wieder gar nicht machen. Aber egal. Komm, bitte. Du hast, ich habe nur noch 3 Bälle, Golbert. Nein! Golbert. Komm bitte. Ja! Boah. Das war aber... anstrengend. Seine scharfen Zähne durchstechen, dickste Haut. Sie sind hohl und erlauben so das Saugen von Blut. Ja. Ich weiß nicht, ob er das ist, was er sich vorgestellt hat. Aber jetzt hat er sie jedenfalls bekommen. Ich finde also Golbert vor allem X-Bart, weil ich plane das natürlich zu einem X-Bart zu machen. Dafür brauchen wir fette Freundschaft, aber das kriegen wir hin. Klein und gefährlich. Ich finde, das passt ganz gut zu End. Insofern. Ich finde, da hätten wir jetzt auch eine ganz gute Teamkomposition tatsächlich. Purpurstück, ja, geil. Boah, Alter, war das jetzt hier Krampf, ey. Boah, das war das denn für Krampf.
Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge geht. Ich glaube, ich gehe sogar ein bisschen länger als sonst. Ja, 20 Minuten. Und ich komme nicht mehr raus. Das habe ich auch noch nie erlebt. So. Also, 6 Areale. 1 gefangen. Rayquaza und Regi Eis gesehen. Nein, ich möchte das jetzt schon verlassen. Ich komme mal wieder, Mädel. Und insofern würde ich es jetzt ganz kurz sagen. Haben wir ja jetzt eigentlich für mich, ich finde, das ist auch gar nicht mal so eine schlechte Komposition. Weil du kannst mir verdammt, also du kannst erstens, Giftflug ist, das ist eine Typkombination, die ich verdammt gut gebrauchen kann. Weil einerseits Gift sehr, sehr geil ist und Flug so oder so. Jetzt habe ich Sedo, Andy, End, Seedramon, Quasher und Rainbow. Quasher hängt davon noch ein bisschen hinten dran. Aber das ist ja erstmal kein Problem. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken, was ihr alles so hier für Berichte habt, ja? Die Zeit muss sein. Was könnt ihr denn eigentlich alle so für Attacken zum Beispiel? Den kann ich dann Aeroas gleich noch beibringen. Und fliegen. Ja, das ist eher so semi. Ich habe die Wesen schon wieder vergessen, tatsächlich. Den Pokédex habe ich noch nicht, deshalb weiß ich noch nicht, was ihr seid. So, ja, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.